So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream hier auf Keruma Place. Wir spielen wieder die Siedler 2 Gold Edition. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir waren das letzte Mal hier angekommen, dass wir hier ein Lager bauen. Ich mache gleich erstmal wieder schneller. So, und da gucken wir gleich mal, was hier noch so gebaut werden muss. Kohle hatten wir hier gefunden. Ich werde das erstmal nur so ein bisschen miteinander verbinden. Hier haben wir Eisen, das passt sehr gut. Aber ich glaube, wir haben noch nichts gebaut gehabt dazu. Könnten wir eigentlich die zwei schon mal miteinander verbinden. Ah, hier ist eher Brachland. Geht's gleich weiter. Ah, ich sehe schon, die ersten Gegner sind schon hier in der Nähe. Also so weit können wir uns hier gar nicht ausbreiten. Müssen wir erstmal schauen, wie wir es machen. Wir haben hier noch... Hier kommt eh eine Farm hin. Aber direkt... Jetzt müssen wir schauen, wie wir es machen. Wirklich. Auf jeden Fall werden wir erstmal hier vorne dann sobald... Ah, Moment. Hier. Sobald wir näher an die Grenzen rankommen, werden wir es auf jeden Fall mehr verteidigen. Beziehungsweise die Baracken dann stärker besetzen. Okay, ich überlege gerade, wo ich hier die zweite Eisenmine bauen kann, aber ich werde das hier machen. Das ist zu weit weg. Das ist zu weit weg. Wir brauchen wirklich eine, die nah dran ist. Machen wir erstmal hier eine Eisenschmelze, ganz wichtig. Dann müssen wir bloß noch gucken, wo wir die Waffenschmiede herbauen. Bauen wir gleich mit hier hin. Da hier eh der Holzfäller ist. Ist zwar jetzt ein bisschen weit voneinander entfernt. Aber das muss jetzt gehen. Oder können wir hier hin machen? Gut, da können wir den Weg abreißen. Ganz in der Nähe brauchen wir dann noch eine Brauerei. Ich überlege noch, wo ich die anderen hinbaue. Hier könnten wir jetzt theoretisch... Ja. Hier können wir theoretisch schon mal die nächste Farm hinbauen. Hier dazu machen wir auf jeden Fall die Brauerei. Die brauchen wir. Und noch einen Brunnen. Der soll die Brauerei mit unterstützen. Jetzt bin ich mal ganz gespannt, wie stark der Gegner eigentlich ist. Was haben wir für Meldungen? Lager ist fertig. Sehr schön. Gut, dann gucken wir gleich weiter. Was haben wir hier drüben eigentlich? Aber auch noch, das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Eigentlich müssten wir ja sparen an Truppen, aber wir haben noch kein Gold gefunden. Und gar so schnell gegen Gegner zu treffen, ich weiß nicht, wie stark er ist und was mich erwartet. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Aber die Sägewerke hier unten müssten eigentlich gut ausgelastet sein. Oh ja. Kommt ja alles von hier mit. Hier werde ich erstmal alles abformen. Ansonsten können wir hier oben dann auch ein Forsthaus hinbauen. Sei denn, nee, das macht sich blöd wegen der Form. Naja, hier unten haben sie ja viel abzuhauen. Was haben wir hier? Ah, Wasser. Sehr interessant.
Wir gehen trotzdem mal in die Richtung gucken, ob da noch irgendwas Hilfreiches ist. Auf jeden Fall ist Vorsicht geboten. Schmied ist ja noch gar nicht fertig und alles. Dass das schon so schnell direkt geht, dass wir auf den Gegner treffen. Mal sehen, was sich davon halten lässt. Auf jeden Fall dauert es noch, bis unser Soldat hier rankommt. Aber ich würde sagen, wir verbieten erstmal im Hauptlager, dass dann dort... Obwohl, wir haben ja auch einiges an Schwertern. Also kann da erstmal ruhig Alkohol eingelagert werden. Eisen. Nee, das ist eher nicht das, was ich suche. Ich weiß vor allem nicht, wo die jetzt sind. Na, wir bauen hier mal einen etwas größeren Turm. So, mit anschließend bauen wir die näher hier ran. Bauen wir jetzt schon eine Katapult? Ich glaube, wir bauen erstmal eins. Nur zur Sicherung. Obwohl, wenn das hier so nah ist. Na, wir lassen es erstmal noch. Wir warten erstmal ab. Ich weiß ja, wie gesagt, noch gar nicht, wie stark unser Gegner ist. Können ja nur mal eine Statistik gucken. Von der Landesgröße her sind wir zumindest größer. Und von der militärischen Macht auch. Gold hat zum Glück noch gar keiner. Ah, unsere Brauerei, die steht jetzt auch. So, hier muss momentan erstmal noch gar keiner rein. Beziehungsweise, der muss mittlerweile erstmal noch gar nichts tun. Ah, da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Ich weiß ja nicht, ob ich demnächst noch Abbauwerkzeug für Goldmine brauche. So, hier bauen wir gleich den nächsten. Mal etwas größer. Kleiner eine Fischerhütte. So, Baracke besetzt. Sehr schön. Aber dass das mit dem Gold so gut klappt, das finde ich schön. Also das haut wirklich hin hier. Jetzt haben wir ja hier schon mehrere Bauernhöfe. Da bauen wir jetzt schon mal hier eine Schweinezucht hin. Und hier gleich, wenn es gerade noch so schön frei ist, eine Fleischerei. Sehr gut. Können wir direkt noch mit hier noch einen Brunnen hinbauen. Kohle und Wasser. Na, hier haben wir Eisen. Da weiß ich hier schon mal zumindest das Bescheid. Verbinden werde ich, wie gesagt, nur dann im Notfall. Jetzt eben noch nicht, weil wir müssen wirklich die Arbeitskräfte sparen, die wir haben. Das erste Holz kommt schon. Na, sehr gut. Hier haben wir jetzt zwei Bauernhöfe. Hier haben wir jetzt einen Bauernhof. Läuft mittlerweile gut. Und der kann ja auch ordentlich anbauen, ne? Doch nicht so verkehrt, wie ich dachte. Ah, Alkohol wurde schon produziert. Zumindest ein Fass ist schon mal da. Er fängt jetzt richtig an, hier loszulegen. Ich bin immer noch gespannt, was mich hier so erwartet. Wir könnten ja auch schon mal
Aussichtsposten hier mit hinschicken. Nach oben gehen wir, wie gesagt, vorsichtig. Weil wir nicht wissen, was uns erwartet. Da fehlt uns noch ein bisschen Holz, aber das kommt schon nachgeliefert. Wenn ich auch bedenke, dass hier vorher noch alles voller Holz gewesen ist und die das schon echt gut abgeformt haben, nicht schlecht. Aber hier unten wird ja weiterhin abgebaut. Jetzt haben wir eigentlich sogar schon drei, die an. Da könnten wir hier unten theoretisch trotzdem noch eine Forsthütte bauen. Solange die Bauern hier oben nicht stört, geht das eigentlich. Und wir haben ja mehrere Holzfäller, die hier ringsrum stehen. Sehr gut. Einen Augenblick, können wir es kurz. So, perfekt. Ah, hier drüben wird schon aufgetaucht. Oh, hier haben wir echt viel Grünland. Wäre auch wieder gut gewesen, Farm zu bauen. Aber was mich eher interessiert, ob es hier Gold irgendwo gibt. Vielleicht hier unten. Hier haben wir noch eine schöne Festung. Die haben sie aber ja schon gesehen gehabt. Also die Baupläne zumindest dafür haben wir schon mal. Ich bin echt gespannt, was uns hier oben erwartet. Na, zumindest kommen jetzt hier auch nochmal Lebensmittel mit rein. Hier bin ich am Überlegen, vielleicht könnten wir hier unten eine Fischerhütte hinbauen, weil hier haben wir auch gar keinen auf der Seite. Mach ich jetzt auch gleich mal. Haben wir noch genug Angeln? Pum, 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 pum. 5 Angler haben wir noch, also 5 Fischer, ne? Das reicht doch noch. Also für ausreichend Fisch ist gesorgt. Ich würde sagen, wir schicken gleich mal hier noch jemanden hin. Gleich hier nochmal was erkunden. Hier war ja Kohle. Ach, hier geht's auch hoch. Also, jetzt machen wir es hier hin. Kommen jetzt zwar eh in die Richtung, aber naja. So, der Turm ist jetzt auch fast fertig. Barke besetzt. Unsere Schweinezucht, die läuft jetzt auch ganz gut. Man muss halt bloß immer aufpassen, dass hier keine Staus sich bilden. Aber scheint bisher nicht der Fall zu sein. Ich hoffe, die gehen noch mal ein bisschen hier weiter außen hin, damit ich weiß, ob sich das lohnt, hier rauszugehen. Nicht wirklich hilfreich. Na, ich weiß ja, dass hier Kohle ist. Aber ich würde gerne wissen, was hier ist. Außer das blanke Nichts. Hier müsste jetzt gleich der Soldat kommen. Ah, hier haben sie auch schon was eingelagert. Sobald hier diese Waffen fertig sind, sperre ich den Alkoholeinlagerungs...
Dings hierfür, damit das dann hoch ins Lager kommt. Aber hier haben wir noch 5. Also bis dahin könnt ihr oben erstmal die ganzen Waffen lagern. Tagebuch des Octavius. 4. Tag im 4. Monat des 2. Jahres. Es war zu erwarten. Wir sind auf ein numidisches Volk getroffen. Zunächst verlief alles sehr friedlich. Sie erzählen uns sogar von ihrem Heiligtum. Und schnell wurde klar, dass es sich dabei um eines dieser Tore handelt. Aber sie weigerten sich, uns Zutritt zu ihrem Heiligtum zu gewähren. Wir werden darum kämpfen müssen. Ah, das dachte ich mir schon. Wollte doch nur ein bisschen gucken, ehrlich. Jo, dann sollen sie mal angreifen. Aber bisher scheinen sie ganz friedlich zu sein. Schauen wir gleich schon mal ein bisschen nach hier. So, hier werden sie natürlich gleich noch ein Türmchen erbauen, um sich gegen uns zu wehren. Aber ich sehe schon, dass wir auch von unten auf die treffen werden. Aber wie gesagt, Gold haben wir immer noch keins gefunden, ihr habt leider. Und die anderen scheinen ja auch nicht wirklich was zu sehen. Haben die jetzt schon Gold gemacht? Also, Gold immer noch keins. Auch denn ihre Stärke ist gleich geblieben, was Militärmacht betrifft. Na, jetzt nicht. Okay. So, ich gucke jetzt erstmal, wie weit... Waffen sind noch so weit fast ausreichend. Obwohl wir dann eigentlich schon, wenn jetzt das letzte Bierfass hier reingerollt ist, was jetzt gleich der Fall sein wird. Ach, die bringt schon hoch. Die bringt schon zum Teil nach oben. Da würde ich sagen, sperre ich den jetzt gleich wegen der Waffe. Seht ihr das sowieso jetzt schon? Genau. Ach nee, wir machen es anders. Na doch. Das hier. Stoppen. Keine Einlagerung vom Alkohol, der kann schön nach oben. Was haben wir denn hier gefunden, außer Granit? So gehofft, dass da ein bisschen Gold dabei ist, aber naja. So, hier haben sie wieder was gefunden. Wenn es wirklich Gold ist, das der Nachteil ist, du siehst ja den ihre Schilder nicht. Beziehungsweise die brauchen sowas nicht. Wir können es ja mal versuchen, schon mal anzugreifen. Das speichern wir lieber vorher ab. Man kann ja nie wissen, nicht? Erstmal nur 2. Nee. So. Wenn dann schon richtig. Ah ja, gleich 5. Auch wenn wir Gefahr laufen, dass wir dann die Dings verlieren. Aber dafür haben wir ja gespeichert. Mal sehen, was sie so drauf haben. Schon geht's los. Das Gemetzel. Ah, der erste ist schon gefallen, aber nicht von uns. Sehr gut, das lief schon mal ganz gut.
Greift doch gleich nochmal an.